Ja, guten Morgen. Wir sind in der Schachtanlage Asse heute. Zu Gast ist ein Atommülllager und fahren gleich ganz tief unter die Erde und schauen uns mal an, wie so ein Schacht von innen aussieht. Gerade mal eine Minute dauerte die Fahrt mit dem Fahrstuhl, dann ging es in die Tiefe, 490 Meter runter in den Berg. Hinter mir sehen wir den Fahrstuhl, aus dem gerade die nächste Besuchergruppe strömt. Wenn es unter Tage mal schnell gehen muss und die Wege sind schließlich weit hier, steht ein Smart zur Verfügung. Ja, statt Fenster sind Gitter in den Fahrzeugen. Wir fahren jetzt mit einem Transporter oder mit mehreren Fahrzeugen durch die Schachtanlage. 90 Meter bis zu 850 Meter sind fahrbare Strecken, Stolz und Platzhaken. Wie gesagt, so im Schnitt 800 Kubik etwa pro Abbau. Ich wollte noch gern zur Erklärung und zur Einordnung etwas sagen, diese 1200 Kubik. Wir haben ja jahrelang ein Niveau gehabt von 1100 Kubik und haben jetzt vor ungefähr 6-7 Wochen haben wir eine Erhöhung des Levels auf 1200 Kubik erfahren. Das ist ja ein meldepflichtiges Ereignis, das ist auch so gemeldet worden. Und was man daran erkennen kann, ist, dass der Berg eben immer noch in Bewegung ist. Wir stabilisieren so gut wir können. Aber ich sag mal, letztendlich ist ja ein Bergwerk wie eine Zahnpastatube, was einmal rausgedrückt wurde, kommt auch nicht vollständig wieder zurück. Bis 500 Kubikmeter wäre händelbar und denkbar. Da sind wir Gott sei Dank weit von entfernt. Wir beobachten sehr genau und es gibt auch sofort eine Meldung, ob dieser Zufluss zunimmt. Das ist schon etwas, was ich mit Sorge betrachte. Gelingt es uns durch ein sorgfältiges Umgehen mit dem Bergwerk, durch eine Stabilisierung dafür zu sorgen, dass die Zutrittswässer in der Menge nicht zunehmen. Das wird ganz entscheidend. Und dann nehmen wir Fahrt auf und fahren genauso schnell rauf, wie wir runtergekommen sind mit 10 Metern pro Sekunde. Es liegt daran, dass hier der letzte Haltepunkt des Förderkopfs unter Tage ist. Und hier ist so eine Art Schiene. Wir fahren nicht nur am Seil hängend, sondern geführt an Rollenfunk. Jetzt haben wir uns mit der Rollenfunk unten eingefädelt. Haben jetzt hier den ganzen Schachquerschnitt. Wir fahren jetzt gegen die frische Luft nach draußen. Die frische Luft kommt uns entgegengezogen. Gleich geht das Licht an, dann sind wir wieder 10 Meter pro Sekunde schnell. Und wenn das Licht angegangen ist, sind es noch 15-20 Sekunden, dann kommt auf dieser Seite hier die 490 Meter Sonne vorbei, wo wir abgestiegen sind. Da sieht man dann, wie wahnsinnig schnell wir tatsächlich sind. Und ab dann ist der Schacht in der Mitte geteilt. Frischluft und Abluft. Wir fahren in der Frischluftseite gegen die Luft und durch einen halben Schacht wäre es natürlich viel, viel zügiger. Ja, ja. Und gleich. Wie will man denn mit dem Atommüll mal umgehen, wenn er dann zurückgeholt wird? Wie soll er denn bewertet werden? Wie soll er beschrieben werden? Ne? Wir haben auf der einen Seite ein Minimierungsgebot, das uns sagt, die radioaktive Belastung soll so gering wie möglich gehalten werden. Und auf der anderen Seite haben wir ein Atomgesetz und Strahlenschutzverordnungen, die aber diesem... ja, wie eine Charakterisierung, eine genaue Beschreibung des Atommülls erwartet. Das beides widerspricht sich und wenn wir da nicht bald ein Regelwerk nur für die Asse bekommen, dann wird es vielleicht heißen, nach diesen gesetzlichen Regelungen dürfen wir gar nicht zurückholen. Es ist auch absolut richtig, genau diesen Weg zu gehen, immer wieder kritisch nachzufragen. Und das nehme ich sehr ernst, das finde ich auch als Kritik, die auch okay ist, zu sagen, naja, die reden viel, die machen nicht, aber wir können ja an der Stelle vielleicht haben wir ein eigenes Interesse, das haben wir auch zu belegen, dass wir nicht alle paar Jahre hier sind und das Gefühl haben, es ist nicht weitergeht. Daran habe ich kein Interesse, daran weiß ich, haben alle vor Ort kein Interesse und ich bin mir sicher, daran hat auch die Geschäftsleitung kein Interesse. Das war mein Eindruck aus dem Gespräch. Zugesagt, dass wir in der Tat
in der Geschäftsführung gerne fortsetzen, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu informieren, über A2K, A2B dabei zu sein.